Gerne erinnern wir uns an Reisen in ferne fremde Länder oder tagträumen davon, aus unserem Alltag auszubrechen, alles stehen und liegen zu lassen und fremde Kulturen kennenzulernen, die sich so sehr von den eigenen unterscheiden, dass man umdenkt. Durch einmalige Eindrücke eine andere Sicht auf Dinge, die uns so normal erscheinen, bekommt. Wenn wir zu solch einer Reise aufbrechen würden, würden uns viele dazu raten, auf uns aufzupassen. Nicht auf eigene Faust, alleine unbekannte Orte zu erkunden und sich lieber einer Gruppe anzuschließen. Aber begeben wir uns nicht auf so eine Reise, um uns genau diese Freiheit zu nehmen, die wir sonst in unserem normalen Leben vermissen? Und kann uns wirklich etwas passieren? Oder sind das alles nur Mythen, die erzählt werden, um uns Angst zu machen? Leider nicht. In manchen Fällen ist die Realität hart. Wie bei dem tragischen Fall von zwei niederländischen jungen Mädchen, die alles hinter sich ließen und eine Reise nach Panama wagten. Heute beschäftigen wir uns mit den Beweisen und der Geschichte, die hinter dem mysteriösen Verschwinden von Chris Kremers und Lisanne Frohn steckt. Am 15. März 2014 begaben sich die Niederländerinnen Chris Kremer und Lisanne Frohn auf eine Reise durch Panama. 2 Wochen lang reisten sie durch verschiedene Ländereien und Orte, bis sie am 29. März Boquet erreichten, eine kleine Stadt in den Bergen gelegen, westlich der Provinz von Chiquiri. Dort wohnten sie für einen Monat bei einer ortsansässigen Familie, auf dessen Kinder sie im Austausch für ein Dach über den Kopf aufpassen sollten. Am 1. April begaben sie sich auf eine Wanderung, um die naturbelassene Umgebung zu erkunden. Ihre Wanderung startete gegen 11 Uhr in der Nähe eines Nebelwaldes, so nennt man Wälder ab einer bestimmten Höhenlage und einem gewissen Klima, der den Vulkan Baru umgibt. Den Spuren zufolge wollten sie wahrscheinlich den Wanderweg El Pianista entlang gehen, der sich nicht weit entfernt von Boquet befindet. Zeugen berichten, dass sie kurz vorher noch mit 2 jungen männlichen Niederländern frühstücken waren, bevor sie sich mit dem Hund der Gastfamilie auf den Weg machten. Schon in der Nacht machte sich die Gastfamilie Sorgen um die beiden Mädchen, denn ihr Hund Blue kam ohne sie noch in derselben Nacht nach Hause. Leider handelte Sinaprock, das ist der Name des panamaischen Zivilschutzes, fahrlässig und nahm den Fall auf die leichte Schulter. Sie unternahmen absolut gar nichts. Erst 4 Tage später fingen sie an, nach Chris und Lisanne zu suchen. Zwar wurden die nationalen Kräfte von niederländischen Spezialeinheiten bei der Suche unterstützt, jedoch machte die Tatsache, dass die beiden niemanden gesagt haben, wohin sie gehen wollen, enorm schwierig für die Suchteams, da sie keinen Anhaltspunkt für den Beginn der Suche hatten. Es wurde bis dato nichts von Chris und Lisanne gefunden. Keine Fußspuren, keine eingeritzten Zeichen an Bäumen oder sonst was. Rein gar nichts. Die Suche war erfolglos. Stunden wurden zu Tagen, Tage wurden zu Wochen und Wochen wurden zu Monaten. Bis 10 Wochen später, am 9. oder 14. Juni, hier unterscheiden sich die Quellen, ein blauer Rucksack von einer Frau bei der Polizei eingereicht wurde. Sie sagte, sie habe ihn in einem Reisfeld, das am Serpent River gelegen ist, in der Nähe ihres Zuhauses, einem Dorf namens Alto Romero, gefunden. Ihrer Aussage zufolge stand die Tasche am Tag davor noch nicht dort. Die Tasche war trocken und die Sachen in ihr ordentlich verstaut. Sie beinhaltete 2 Sonnenbrillen, 2 BHs, eine kleine Wasserflasche, $83, Lisannes Reisepass, eine Kamera und 2 Handys. Die Polizei untersuchte die Handys auf getätigte Anrufe und Bilder, die auf den Handys und der Kamera waren. Jetzt hatten sie Anhaltspunkte, mit denen sie anfangen konnten, das Puzzle, welches der Fall von Chris Kremer und Lisanne Frohn darstellte, zusammenzusetzen. Die Mädchen haben über 100 Bilder ab dem Tag, an dem sie verschwunden sind, gemacht. Komisch ist, dass nur 10 von diesen Bildern am helllichten Tag aufgenommen wurden. Die restlichen 90 mitten in der Nacht, zwischen 1 und 4 Uhr morgens. 87 von den 90 zeigten nichts, außer komplette Dunkelheit. Während meiner Recherche bin ich auf verschiedene Theorien über das letzte Bild, was mit der Kamera gemacht wurde, gestoßen. Das Bild zeigt eine Steinformation oder einen Weg, wobei die Perspektive der Kamera schwierig zu bestimmen ist. Einige sagen, dass sie nach oben, andere, dass sie nach unten gerichtet ist. Was aber eine große Rolle spielt und was mir sehr merkwürdig erscheint, ist der Zeitpunkt, an dem das Bild entstanden ist. Ihre Wanderung begann am 1. April. Das Bild entstand am 8. April. Claude Piantadossi der Duke University sagt, dass ein Mensch bei moderaten Temperaturen ungefähr 100 Stunden ohne Wasser auskommt. Bei moderaten Temperaturen. Die beiden Mädchen befinden sich in einem tropischen Gebiet mit hoher Luftfeuchtigkeit, in einer Ausnahmesituation, in der Adrenalin ausgeschüttet wird, in der sie ziellos umherwandern und mehr Energie und Wasser vom Körper verbraucht wird. Ein passendes Beispiel. Die oberste Staatsanwältin Bethsaida Pitti, der der Fall zuteil wurde, suchte 4 Stunden im besagten Gebiet nach Hinweisen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, und musste später ins Krankenhaus geliefert werden. Die Ursache: Dehydration. Wie also haben die beiden Mädchen so lange überlebt? Ich schweife ab.
Gehen wir also davon aus, dass die Mädchen die Bilder gemacht haben. Eine Theorie wäre, dass sie den Blitz der Kamera dafür benutzt haben, den Weg vor sich auszuleuchten, um zu sehen, wohin sie gehen, und die Batterie ihrer Handys aufzusparen und diese nur für einen möglichen Notruf zu benutzen, wenn sie Empfang haben. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Die Handys. Die panamaische Polizei konnte die getätigten Anrufe der beiden Handys nachvollziehen. Wir können sehen, dass die Niederländerin versucht haben, die Nummer 112 für den niederländischen Notruf und die 911 für den panamaischen Notruf anzurufen. Nur wenige Stunden nachdem sie losgegangen sind, versuchten sie es das erste Mal. Das heißt, irgendetwas ist passiert. Über die nächsten 6 Tage versuchten sie es immer wieder, entweder morgens oder abends, bevor sie ihr Handy wieder ausschalteten. Was aber komisch ist, dass nach dem 6. April 77 mal der falsche PIN auf dem iPhone von Chris eingegeben und nach Ermittlungen der Polizei das Handy danach nicht mehr mit dem richtigen PIN entsperrt wurde. Hierzu möchte ich auf 2 Theorien eingehen, aber bevor ich das mache, möchte ich eben noch auf etwas anderes eingehen. Die Fotos, die die Mädchen machten, waren nummeriert. Das erste Bild, das sie an dem Tag ihres Verschwindens machten, hieß EMG 499, das zweite EMG 500 und so weiter. Das einzige Bild, was nicht gefunden wurde, war das Bild mit dem Namen EMG 509. Wir haben über 100 Bilder auf der Kamera und das einzige Bild, das fehlt, ist das Bild zwischen dem letzten Bild am helllichten Tag und dem ersten Bild in der Nacht. Warum um alles in der Welt sollten die Mädchen sich Gedanken darüber machen, ein Bild zu löschen, gerade wenn man sich in solch einer Situation befindet? Das wäre das absolut Letzte, um das man sich kümmern würde, wenn man sich in einem unbekannten Gebiet verlaufen hat, um sein Leben bangt und Bilder macht, um sich den Weg zu leuchten. Die Ermittler konnten das Bild 509 zwar nicht wiederherstellen, konnten aber herausfinden, dass es nicht durch das Menü der Kamera gelöscht wurde, sondern durch eine externe Quelle. Mit diesen Informationen gehen wir zurück zu den falsch eingegebenen PIN-Nummern. Was ist, wenn Dritte mit involviert waren, noch jemand anderes in den Wäldern war, jemand, der die Mädchen verfolgte mit der Intention, ihnen weiß Gott was anzutun? Und gehen wir jetzt davon aus, dass dieser Dritte oder diese Dritten erfolgreich waren. Sie würden versuchen, jegliche Informationen, die auf sie schließen könnten, zu löschen. Das führt uns wieder zu dem fehlenden Bild von Nummer 509. Einheimische haben die kurzen Hosen von Lisanne gefunden, den Fluss aufwärts, an dem auch der Rucksack gefunden wurde. Doch hier unterscheidet sich die offizielle Berichterstattung der Polizei von der des Zeugen, der sie gefunden hat. Nach offiziellen Berichten wurden die Hosen von Lisanne sorgfältig gefalten auf einem Stein in der Nähe des Flusses gefunden. Der Finder hingegen sagt, dass sie an einem Platz gefunden wurde, an dem man nur mit allerlei Aufwand kommt. In der Nähe einer Affenbrücke, einer rustikalen Brücke aus Bambusstielen, die mit Seilen befestigt sind. Die Einheimischen sagen auch, dass sie die Schuhe von Chris mit Teilen ihres Fußes darin und ein verwesenes Becken, das anscheinend zu Lisanne gehören könnte, gefunden haben. Außerdem wurden mehrere Knochenfragmente gefunden, von denen einige den 2 Mädchen zugeordnet werden konnten, andere aber nicht. Die Polizei fasst zusammen, mit gefundenen Fotos der Hose und den Knochenfragmenten, dass Chris von der Affenbrücke gefallen ist, durch den Sturz entweder bewusstlos oder tot war und Lisanne sich auf die Suche nach Hilfe gemacht hat. Weil ihr Rucksack aber nichts Nutzvolles beinhaltete, ließ sie ihn, weswegen er ordentlich gepackt war, zurück und zog ihre Hose aus, weil sie sie vielleicht beim Gehen beeinträchtigte. Um den Weg sehen zu können, schoss sie Bilder. Erfolglos ging sie den Weg zurück und wurde ohnmächtig oder zumindest unfähig weiterzulaufen und starb vor Ort. So wird's gewesen sein. Richtig? Naja, die polizeilichen Ermittlungen sind, wie sage ich es am besten, durchwachsen. Auf dem Rucksack wurden noch andere Fingerabdrücke gefunden, die aber niemandem zugeordnet werden konnten. Und wie schon gesagt, brauchte Sinnabrock 4 ganze Tage, um mit der Suche zu beginnen, obwohl bekannt ist, dass die ersten 24 Stunden nach einer vermissten Meldung die wichtigsten sind. Also, um nochmal die Beweise zusammenzufassen. Wir haben das fehlende Bild EMG 509, das genau zwischen dem letzten Bild, welches bei Tag und dem ersten Bild bei Nacht aufgenommen wurde. Wir haben einen Rucksack, der in der Nähe des Serpent Rivers trocken und sorgfältig gepackt gefunden wurde, und wir haben Knochenfragmente, die zu anderen Personen gehören, Fingerabdrücke auf dem Rucksack, die den beiden Mädchen zugeordnet werden und welche die anderen Personen gehören. Und zu allerletzt haben wir die Körperteile von Lisa Frohn und Chris Krämer, die schon nach nur 9 Wochen verwest und in Stücke gerissen sind. Nach einem aufgeklärten Fall hört sich das meiner Meinung nach nicht an. Außerdem wurde vorletztes Jahr ein Mädchen, das in derselben Region wandern war, mit ihrem eigenen Oberteil zu Tode gewürgt. Bis heute wurde nur ein Jugendlicher mit diesem Mord in Verbindung gebracht. Was ist, wenn dieser Jugendliche auch etwas mit dem Verschwinden von Lisanne und Chris zu tun hat? Das ist natürlich nichts mehr als eine weitere Spekulation. Aber der tragische Fall von Chris Krämer und Lisanne Frohn lässt so viele offene Fragen, dass ich mir wünsche, irgendwann bringen Ermittlungen die Wahrheit ans Licht. Aber es könnte natürlich auch wirklich ein Unfall gewesen sein, so wie die Polizei den Fall deutet. Bei einer Wanderung die Orientierung verlieren und entweder verdursten, verhungern oder durch mögliche Verletzungen sterben oder einer Kombination aus allem ist nicht ungewöhnlich.
Vielleicht ist Chris gestürzt und Lisanne hat von oben ein Bild von ihrer Freundin gemacht, nachdem sie nach ihr rief und keine Antwort bekam, um die Situation besser einschätzen zu können. Und vielleicht hat sie auf dem Bild gesehen, dass ihre Freundin tot ist und konnte nicht mit dem Gedanken leben, dass auf dem Gerät, welches sie benutzt, um einen Ausweg aus diesem Albtraum zu finden, ein Bild von ihrer toten besten Freundin ist, welche sie gerade zurücklässt. Das war der mysteriöse Fall von Chris Krämer und Lisanne Frohn. Falls ich irgendwelche Details vergessen oder falsch gedeutet habe, lasst es mich wissen, auch wenn ihr andere Theorien zu dem Verschwinden der beiden Niederländerinnen habt. Vielen Dank fürs Zugucken. Eigentlich müsste ich jetzt noch sagen, dass ihr den Channel abonnieren sollt, aber tut, was ihr wollt. Gute Nacht und bis dann.